Moin, wie du aus dem Mangel ganz leicht wieder in deine Fülle kommst, da, wo du so herrlich magnetisch bist für das, was du dir wünschst. Egal, ob es sich um deinen Seelenpartner handelt, du dich mitten in deinem Seelenpartner Dualseelenprozess befindest oder du dir vielleicht auch mehr Erfolg mit deinem Business wünschst, egal was es ist. Ich zeige dir, wie du das machst und welchen Fehler du unbedingt vermeiden solltest. Ja, all das und noch viel mehr verrate ich dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind Sanet und Easy, meine Seele. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, du kennst das. Du bist im Flow, du bist in deiner Fülle. Es läuft. Und dann, bam, etwas passiert. Und du rauschst direkt von der Fülle ab in den Mangel. Du bist von der Frequenz, wo du eigentlich sein möchtest, die wir alle haben, da, wo wir alle sein wollen, gehst du voll in die Frequenz des Mangels, nämlich da unten hin. Und was passiert? Du bist nicht mehr so herrlich magnetisch für das, was du dir wünschst, sondern du bist so herrlich, in Anführungsstrichen, magnetisch, nämlich für das, was du dir gar nicht wünschst. Und es wird immer schlimmer. Und den Fehler, den die meisten machen, ist, und das kennst du wahrscheinlich auch, sich fertig zu machen, zu sagen, boah, jetzt bin ich da wieder reingerutscht, ich müsste es doch eigentlich wissen, ich habe doch das Bewusstsein jetzt und das ist doch jetzt so auch in der neuen Zeit, dass wir da oben in der Fülle sind und dass wir da jetzt glücklicher sind und jetzt bin ich da wieder unten reingerutscht, jetzt bin ich in dem Mangel und du wirst wieder bedürftig. Du ärgerst dich, du bist wieder bedürftig, das willst du doch gar nicht, nicht bedürftig sein für deinen Seelenpartner oder bedürftig zu sein, dass du mehr Kunden hast oder bedürftig, egal was es auch immer ist. Und du beginnst einen Self-Talk, der dir überhaupt nicht weiterhilft, sondern der das alles noch viel schlimmer macht. Selbstzweifel kommen auf. Bin ich überhaupt liebenswert? Liebt er mich überhaupt? Habe ich es überhaupt verdient, erfolgreich zu sein? Und. Wie gesagt, die ganzen Selbstzweifel kommen auf und was noch alles dazugehört. Du schenkst dir Worte, die du dir eigentlich gar nicht schenken solltest. Und du kommst in diese Abwärtsspirale, wo es immer nur noch schlimmer wird. Und das ist der Fehler, den die meisten machen. Und dieser Self-Talk, der kann wirklich vernichtend sein. Und ich kenne es selber, ich habe es früher auch gemacht. Die gute Nachricht ist, du kannst das ändern. Und was ich dir auch noch mitgeben möchte, ist, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und ich finde, da steckt so viel Wahres drin, weil wir wollen immer so perfekt sein. Wir wollen das immer alles sofort können. Aber du darfst nicht vergessen, es ist etwas ganz Neues, was wir jetzt lernen dürfen in der neuen Zeit. Neu mit uns umzugehen, neue Gedanken uns zu schenken und vor allen Dingen nicht immer perfekt sein zu wollen oder uns ständig mit anderen zu vergleichen. Die können das besser als ich oder die schaffen das besser als ich. Darum geht es in der neuen Zeit nicht mehr. Es geht um dich und zwar um deinen Weg, um dein Tempo, dass du immer mehr du selbst wirst. Und je mehr du dir erlaubst, du selbst zu sein und vor allen Dingen auch liebevoll mit dir umzugehen, geduldig mit dir umzugehen, weil das bedeutet nämlich Selbstliebe, dich nicht nur zu lieben, weil du dich gerade so toll fühlst oder weil alles gerade so läuft, sondern dich zu lieben und für dich da zu sein, wenn es mal nicht so läuft, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du eben in diesem Mangel gerutscht bist, gerade dann brauchst du oder beziehungsweise ist diese Selbstliebe so, so wichtig und so magisch. Jeder ist unterschiedlich, jeder macht es auf seine Art und Weise, jeder hat sein eigenes Tempo und jeder hat auch was Unterschiedliches erlebt, was ihn vielleicht daran hindert, schon direkt in der Fülle zu sein oder daran hindert, leichter in der Fülle zu sein. Weil es kann durchaus sein, dass in dir ein Anteil ist, der dir das noch gar nicht erlaubt, da so viel in der Fülle zu sein, da im Flow zu sein, da im Erfolg zu sein, dass es alles so wunderbar, herrlich funktioniert. Das ist zum Beispiel der Wahnsinn, was wir da herausfinden in meiner Selbstermächtigungssession und was wir da transformieren und auflösen, was uns überhaupt nicht bewusst ist. Und wir wundern uns, warum es uns nicht gelingt. Aber was ganz, ganz wichtig ist, dass du geduldig mit dir umgehst. Das ist Annette, ich habe aber keine Geduld mehr. Ich beschäftige mich doch schon so lange damit und irgendwie will es immer noch nicht richtig funktionieren. Aber genau darin liegt die Magie. Den Druck rauszunehmen, weil den Fehler machen die meisten, sie stressen sich. Sie machen sich so einen Druck, dass sie es jetzt noch nicht so hundertprozentig hinkriegen. Aber dadurch wird es nur schlimmer, dadurch wird es nicht besser. Darum Druck raus. Einmal mal tief ein- und ausatmen. Und jetzt sage ich dir, wie du ganz schnell da rauskommen kannst. Und das kannst du, das kann jeder. Mit einem Gedanken. Jetzt wirst du sagen, wie so leicht. So leicht. Und oftmals ist es so leicht, aber wir können uns gar nicht vorstellen, dass es so leicht ist, weil es muss ja kompliziert sein, weil wir sind ja in dieser Gesellschaft aufgewachsen, wo immer alles so kompliziert ist und das darf nicht leicht sein und auch den Fokus bloß auf das Negative, was wir nicht können, anstatt auf das Positive, was wir können. Du kennst das. Ne? Und lieber klein halten, bloß nicht groß und all diese ganzen Sachen. Und das wollen wir direkt mal ausprobieren. Darum, wenn du kannst, schließe deine Augen, atme einmal tief ein und über den Mund wieder aus. Und jetzt schenk dir mal einen Gedanken
der dich erfreut, der dein Herz öffnet. Merkst du, was passiert? Du bekommst eine ganz andere Körperhaltung. Du bist in deiner Fülle. Ist das nicht cool? Mit einem Gedanken. Jetzt wollen wir es mal umgekehrt machen. Das heißt, schenk dir jetzt mal einen Gedanken, der dir gar nicht gut tut, den du gar nicht haben willst, sozusagen, den du überhaupt nicht magst. Also, oder auch allein schon dieses Ding, oh, ich bin wieder im Mangel. Denk mal da dran. Und merkst du, was passiert? Dein Körper schließt sich. Du bist nicht mehr offen. Du bist nicht mehr offen für die Fülle, für die Magie, für das, was du dir wünschst. Sondern du machst zu. Da wollen wir dich aber nicht lassen. Darum, hol dich jetzt mal wieder raus. Denk nochmal wieder an diesen wundervollen Gedanken, der dein Herz öffnet, wo du wieder gerade wirst, wo du wieder diese offene Körperhaltung hast und wieder in deiner Fülle bist, wo du wieder die wundervollen Sachen empfängst, die dir so wichtig sind. Merkst du, was passiert und wie schnell das geht? Du hast die Macht, du kannst das. Aber wir vergessen das oft. Und gerade wenn wir dann in unserem Self-Talk sind, in dieser Abwärtsspirale, wo wir uns wieder so fertig machen und vernichten mit uns sprechen und schimpfen und alles Mögliche, vergessen wir, wie einfach es sein kann, wirklich mal zu sagen, stopp, stopp, Moment mal. Ich merke gerade, was ich hier gerade mache, aber ich muss das ja nicht, weil ich entscheide ja, wie ich mit mir umgehe, wie ich mit mir spreche, dass du den Self-Talk unterbrichst und dir einen neuen schenkst, indem du nämlich liebevoll mit dir sprichst und indem du dir wundervolle Gedanken schenkst. Du bist sofort wieder aus dem Mangel in der Fülle. Ist das nicht cool? So einfach. Vielleicht fragst du dich jetzt auch, Annette, wie kann ich denn längerfristig da oben bleiben? Ganz einfach, geh in die Dankbarkeit. Wenn du schon allein deinen Tag startest in der Dankbarkeit, und das können ganz einfache kleine Dinge sein, das muss noch nicht mal kompliziert sein, wirst du merken, wie sich dein Leben verändert. Du wirst dir ganz viele wundervolle Momente schenken, wo du einfach da bist im Flow, in der Fülle. Weil sofern du dankbar bist, kannst du nicht im Mangel sein. Das geht nicht. Dankbarkeit und Mangel passen nicht zusammen. Da ist kein Platz für Mangel. Da ist nur Fülle. Das heißt, also wenn du merkst, oh, ich rutsche da gerade wieder ab, oh, ich komme wieder in den Mangel, geh in die Dankbarkeit. Und erfreue dich an dem, was Positives ist und nicht, was vielleicht nicht gerade funktioniert hat. Ne? Auch wenn ich jetzt gerade mal an deinen Seelenpartner denke, in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess oder auch in deinem Business. Guck lieber, was du schon geschaffen hast. Ich habe ja beim letzten Mal ein Video darüber gemacht, dass du mal wirklich stolz auf dich bist, was du alles so meisterst, du machst gerade in deinem Seelenpartner-Dualseelenprozess. Also, es ist so easy. Und gönn es dir einfach mehr und mehr und du wirst merken, wie du dein Leben veränderst und wie du viel, viel mehr in der Fülle sein wirst. Von mir bekommst du jetzt schon mal ein High Five, denn du bist einfach großartig, wunderbar. Du bist Fülle, also erlaube es dir auch immer mehr Fülle zu sein und schreib gerne mal in die Kommentare, wie sich das für dich anfühlt. Ich freue mich drauf und jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Love and smile so oft du nur kannst. Deine Annette und Easy. Ciao for now. Tschüss.